Herzlich willkommen in der 26. Lektion unserer Qigong-Kursleiterausbildung. Wir werden in dieser Lektion mit dem Hanyang Ruji Qigong nach Großmeister Shao beginnen. Hanyang Ruji Qigong ist ein interaktives Qigong. Und zentrale Bedeutung haben in dieser Qigong-Art Nehmen und Geben. Die erste Übung heißt, den Energieball verkleinern und vergrößern. Wir beginnen in der Position Hände über dem Boden. Lassen die Unterarme steigen, drehen die Daumen nach oben, strecken die Finger. Verkleinern den Energieball auf Brusthöhe, entspannen die Hände, gehen auseinander, strecken die Finger und spannen die Hände leicht an und verkleinern noch einmal, für das Öffnen entspannen und für das Schließen leicht anspannen. Öffnend einatmen und schließend ausatmen. Diese Übung verbessert die Fähigkeiten der Handteller-Mittenpunkte, der Laogong-Punkte. Die rechte Hand geht nach außen und drückt mit gestreckten Fingern bis zur Mittelachse. Dann entspannen wir die Hand und gehen zurück und lassen den Arm wie von selbst senkrecht in die Luft steigen. Nun bringen wir den rechten Unterarm senkrecht auf einer Achse vor dem rechten Auge. Und senken die Hand, die Finger werden gestreckt, unten lassen wir los und halten den Energieball. Dann kommt die Gegenseite, nach außen gehen, nach innen drücken mit gestreckter Hand, beim Zurückgehen loslassen und entspannen. Der Arm steigt wie von selbst senkrecht in die Luft